Läuft. Ich wer ist dran? Dran. Warte mal, wie viele Folgen haben wir? Challenge. 9. Warte mal, du bist 1, 3, 5, 7. Ich glaube, ich. Na, die geraden Zahlen bist du. Mhm. Ja. Wenn wir die 10 haben, okay. Das ist auch 9, ja. Nicht, dass ich mich aber echt schon 9? Okay. Verändert habe. Ja, stimmt. Jumbo, meine Flüte und Ahoi, meine lieben Landratten und Rädchen da draußen. Damit wieder herzlichst willkommen zur Dorfromantik-Challenge zusammen mit dem guten Valvo. Servus und hallo. Sag mal, schon die Boxhandschuhe angezogen. Ding. Sag mal, Valvo, es steht 2-1 für wen nochmal? Ich weiß auch nicht. Ach, okay. Ich die Dokumente sind leider verloren gegangen. Die Aufzeichnung ist in Lücken. Es sind nur noch geschwärzte Akten. Ja. Aber ich habe einen neuen Highscore, den sehen wir da im Hintergrund. Noch höher als die 16K? Also, ja, also offscreen kriege ich es ganz gut hin. Hab ich bin jetzt auf 17.870. Yo, what the heck? Ich konnte meinen 15K-Score nicht weiter toppen. Okay. Zumindest offscreen halte ich die Krone hoch. Muss ich ja irgendwann mal ja, die Aufnahme mal angucken, ob das hier auch der Wahrheit entspricht. Nicht, dass da irgendwie nur so 11K die ganze Zeit bei dir steht. Ich zeige extra hier nochmal die Runde. Ja, Judy. So, dann okay. Fangen wir mal an. Neues Spiel, neues Glück. Die erste Karre liegt, Freunde. Bei mir ist es so eine trieste. Also bei nicht mal schön grün, sondern so ein graues. Ja, bei mir auch. Grauer, modriger Start irgendwie. Ja. Die fängt ja schon bescheiden an. Boah, da ist ja auch gleich wieder alles dabei. Auf den ersten Kacheln. Alles vertreten. Hast du offscreen gespielt? Ja, doch, ja, das kann ich sagen. Das kann ich sagen. Mehr gibt's nicht ohne meinen Anwalt. Ich wollte gerade sagen, mehr erlaubt mir mein Anwalt nicht. Ja, das ist natürlich nice. So schnell wie möglich abhauen hier. Aus der Mitte. Feigling. Raus, raus, raus! Als raus, was keine Miete zahlt. Ach Gott, wie ich sowas hier schon wieder. Nee. Nee, ach Gott, da kommt einfach die Schiene. Ich hasse es, wenn Fluss und Schiene direkt hintereinander kommt und das so früh am Start, dass du irgendwie nicht weißt, wohin damit eigentlich gerade. Ja, bei mir ist schon alles dabei. Ich habe schon jedes Biom. Das ist natürlich toll. Nee. Ganz toll. Da kommt Freude auf. Ja, nimm mir davon. Nein. So. Wow, und am Anfang kommt gleich ein Schienenende. Am Anfang kommt ein Ende. Das ist der Anfang vom Ende, Ende vom Anfang. Naja. Naja. Okay, ich fange jetzt überhaupt nichts mit so einem Endstück an. Oh, ja, belastend. Schon wieder alles verloren jetzt. Was? Ist das nicht mehr unsere Standardausrede? Wenn der Anfang schief geht, ist schon wieder alles verloren. Ja, das stimmt. Ja, Mai. Ja, ja, das ist richtig. Ist jetzt Mai. Sogar der 6. Mai schon. Achso, danke. Ja, bitte. Ich dachte, ich sag's dir mal. Mai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Boah, wird nicht besser. Quälen wir uns durch, ne? Klingt gut. Zwei Häuschens, süß.
Niedlich. Und ihr wollt seine Siedlung ergeben? Das soll eine Siedlung sein? This is die Siedlung. Es wird klar, dass es wieder um eins nicht ideal passt. Was nicht passt, wird passend gemacht, oder wie geht das? Genau. Also ein bisschen offscreen gespielt? Ja, definitiv. Aber wie gesagt, ich konnte meinen Score von 15k nicht brechen. Was waren es denn so für Runden? Maximal waren es danach nochmal so 11 bis 13. Okay. Mehr aber auch leider nicht. Nur 11k? Uiuiui. Werde also keine große Konkurrenz sein. Weiterhin. Und das für die Titelverteidigung reicht? Ja, man darf nicht. Jetzt gehst du wieder zur Bestform über, wahrscheinlich in der Aufnahme. Letztes Mal haben wir aber auch schon so 11 oder 12k, glaube ich, gereicht. Ne? Das ist halt, manchmal, ja. Wenn manchmal die Kacheln einfach nicht passen, dann passen sie einfach nicht. Ja. Hier hört ihr es zuerst. Könnte es nicht besser sein. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht, Leute. Es ist wie in einer schlechten Beziehung. Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ja, das ist okay. Tortillon. Genau, gibt er jetzt ein Waldstück mit Fluss, das ist, ne? Mir ist mittlerweile eh schon egal, weil es gibt eh schon jedes Biom hier. Kann nur mehr besser werden. Und nun geht's bergauf. Glaube ich ganz fest und so. Ich drück die Daumen. Ja, das sagst du nur so. Was? Ich sag's jetzt nur so. Aber auch nur, wo die Kamera an ist, ne? Ja. Shake hands. Viel Glück. Ich wünsche dir die Best. Boah, ich habe jetzt schon so eine Ausschlussquest. Ich dachte, die kommen erst viel später. Was soll denn das? Diese erreiche genau Punkt Stück. I. Dass die so zeitig am Anfang kommt. Ja, echt I. Jo. Hm? Das ist gut, das nehmen wir mit. Dies log mal ein. Genau. Der Ding hat immer gesagt, der. Jauch. Ja, genau. Der Assinger. Assinger. War der österreichische Jauch. Ah, okay. Nennen wir Show, aber ein anderer Typ. Die Ösi-Variante. Jo, muss es auch geben. Das Ding ist, glaube ich, auch in wirklich alle Herrenländer verkauft worden, das Konzept, oder? Hm. Wahrscheinlich auch wieder die Amis angefangen? Ja, natürlich wie immer. Es sei denn, es ist richtig, 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 richtig widerlich und assi, dann war es RTL. Auch schön. RTL, wenn es richtig, richtig, richtig assi sein soll. Wenn die so richtig assi und versaut wollen, RTL. Hm. Hier hund es zuerst.
Ja, ne? Ach ja. Also momentan bin ich noch halbwegs zufrieden. Ich habe noch keine Ecke wo, oder Stelle, keine Ahnung, wo ich sage, boah, das ist jetzt so richtig scheiße gelaufen. Ja, du weißt noch okay. Bin jetzt nicht der größte Fan, aber es ist noch okay. Ich habe gerade einen riesen Leck gehabt. Also du hast gerade voll robotermäßig geklungen. Ich? Ja. Hm. Ich mach mal ganz kurz einen Cut und check mal kurz die Aufnahme. Soll ich so lange warten? Nee, kannst du weitermachen. Okay. Jetzt die Hinhaltetaktik, damit ich schneller mehr Karten verloren habe. Klingt gut. Okay, passt. Machen wir weiter. Hatte das nämlich beim vor kurzem mal, das hat zwar nicht gelaggt oder irgendwas, aber die Aufnahme hat total beschissen geklungen. Das hat, weiß nicht, hat geklungen, als würde so ein Ogre reden. Bei einer Formel 1 Folge. Und das war dann, ja, Servus und Hallo. Und irgendwie haben auch die ganzen Mitspieler total verzerrt geklungen. Also ich weiß nicht, was genau da passiert ist, aber ja, war nicht so geil. Klingt spannend. Da wollen wir mehr davon haben. Ja. Was mein Computer immer so macht für Sachen. Der war super. Nicht immer wieder geil, was sich der so einfallen lässt. Spaß und Spannung. Ja, jetzt weiß ich, was du meintest mit, das kommt später. Jetzt habe ich auch so eine Stadtbegrenzung mit maximal 16 Gebäude. Nicht mehr, nicht weniger. Der Wald ist noch ziemlich bescheiden bei mir. Er besteht noch nicht wirklich großartig aus was. Wald habe ich auch noch nicht wirklich viel. Fluss ist aber auch noch nicht so wirklich viel, da habe ich jetzt hier so 8 Kacheln insgesamt oder so. Ach Gott, nee. Ah, okay. Wieder die tolle Kombination aus Fluss und Schiene und das so zeitig im Spiel. Mm. Was soll denn der Scheiß, ey? Die Spieler lieben es, weil wo die Spieler lieben es. Ja. Aber echt. Ja, ich habe schon eine sehr gute Ausrede, wenn das hier alles zum Scheitern verurteilt ist. Könnte man vorstellen, dass da eine Mechanik drinnen ist, dass es nicht ganz so früh droppen darf. Dass es nicht die erste Karte sein darf oder die zweite, so mit Schiene und Fluss-Kombo. Weil sonst könnte es ja. Weil sonst könnte es ja schnell zum Game Over führen, oder? Naja, du hast erstmal 50 Karten auf der Hand, ne? Naja, aber du hast ja am Anfang nur die Möglichkeit, du hast ja die Startkachel und dann hast du nur die Möglichkeit, in 6 Richtungen zu gehen, wenn ich richtig gezählt habe. Und wenn du da gleich eine Kombination aus Schiene und Gleis hast, wie willst du das am Anfang verbauen? Gerade wenn das ein geknickter Fluss und ein geknicktes Gleis ist, kann das ja eigentlich weder. Also kann das eigentlich nur in 2 Richtungen verbaut werden. Und wenn du da 2 davon hast am Anfang, dann bist du schnell Game Over, glaube ich. Dann ist, glaube ich, Game Over, ja. Aber da gebe ich dir dann recht. Ich glaube, gegen sowas haben sie schon programmiert, dass das nicht vorkommt.
Jupp. Also hoffe ich zumindest mal ein bisschen. Mir ist das bisher auch noch nicht passiert. Würde ich halt davon ausgehen, dass das dann ins Balancing reinfällt. Ich merke gerade, ich habe hier auf jeden Fall schon mal einen taktischen Fehler gemacht. Verdammt. Jetzt kommt's. Ich habe auf eine Sache nicht so wirklich geachtet. Jetzt habe ich hier ein Feld neben meiner Stadt. Der Fluss ist relativ nördlich bei mir. Meine Stadt hat sich so langsam an den Fluss rangebaut und ich hatte ein Flussstück einfach achtlos dahingesetzt und da ist jetzt verlangt 95 Wald. Ich habe nur eine Kachel nach unten und dann ist Stadt. Das ist eher so semi-optimal, muss ich sagen. Das ist natürlich, das tut mir aber echt leid, Arno. Das ist bitter. Danke, dass du mitfühlst. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Ich fühle mit und so. Come on, am Ende hast du eh wieder voll den Lauf und, das und du wuppst das Ding. Ach, Ivo. Iwupp. Iwupp, Iwupp. Und da ist es perfekt. Wunderbar. Wieder eine positive Überleitung hinzukriegen. So viel dazu. Soll ich das zumachen, das Gebiet, oder nicht? Zumachen. Zumachen. Hast du das gehört? Also, ich glaube, da haben Leute zumachen gesprochen. Und das ist perfekt. Verdammt. Danke. Und noch eins. Ja, gegen die habe ich leider noch kein Lösungsmittel gefunden. Ach du Scheiße, was ist denn das hier mit dem Fluss? Was mache ich mit dem Fluss? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lastend. Ja, naja, schön ist anders. Ach Gott, als ob. Oh. Als ob. Dies passt sogar, Mädchenskinders. So, ist das jetzt. Ja, komm, pack ich daher. Dies pack mal daher, gö. Jo, meh. Der eine Streamer macht übrigens weiter kranke Dinge. Also ich habe den jetzt nicht abonniert oder so, aber ich sehe immer nur auf Twitter, wenn Dorfromantik da was teilt von dem. Ja. Der ist mittlerweile bei 500.000. Und ist mittlerweile Platz 1 in der Highscore. Ja gut, das wundert dann irgendwann aber auch nicht mehr, oder? Es ist schon ein bisschen verrückt. Jetzt kommen die ganzen Gabelungen. Okay. Ja, vom Fluss kenne ich. Erst von der Bahn, jetzt vom Fluss. Ein Teufelskreis. Hm.
ganz drauf. Okay. Ach, scheiß drauf. Weißt du, ob dieser Glockenturm als Haus zählt? Du meinst der vom Getreidefeld? Nee, vom Haus. Also dieser Uhrturm, oder was das ist. Weiß ich der als Hausanbindung zählt? Kann ich dir weder bestätigen noch verneinen. Tut mir leid. Okay. Na gut. Sagen wir mal ja. Hoffen wir mal. Ja, passt schon zu 10. Nice. Nice. Apropos Noise, kennst du schon die neuen Noise-Kanzlinge? Nein. Link in der Videobeschreibung. Ja, genau. Ich habe jetzt so einen Affiliated-Link von Amazon. Ja. Mit so einer Google-Short-Adresse, ne? Wie wir es gerade doch davon hatten. Genau. Ja, Gott, wenn es nicht anders passt, dann passt es halt nicht anders. Oh Mann, ey, ist das. Mei, ist das. Belastend. Ja, machst dir keinen Kopf, ne? Ich bin übrigens diese Bäume bei der Stadt jetzt losgeworden. Ab und zu hilft es einfach, eine Kettensäge mitzunehmen. Ey, so schlimm ist es ja nicht, aber. Ich habe die Aufgabe einfach mal gelöst. Uiuiui. Ui, ui. Hier hört sie es ja, Freunde. Ne? Probleme einfach mal lösen, hilft weiter. Atemberaubend. Ich freue mich übrigens, dass du das Problem gelöst hast. Das ist super. Hm? Von ganzem Herzen. Finde ich auch. Das ist voll Knorke. Schnieke. Genau ein Häuschen fehlt hier. Ja, rate mal, wer genau das eine Häuschen hat. Ja, rat. Ja, fein. So. Wer hat das eine Häuschen? Ja, wer hat das ja, eine Häuschen? Ah, okay. Und die erste Dingens geht hier auf. Die erste Kachel, zu der ich mich hinbauen kann. Jetzt hör mal auf. Also irgendwann ist auch genug. Bei dem Offscreen-Spielstand hat das ewig lang gedauert, bis die erste Kachel erschienen ist. Die erste Kachelerscheinung. Mhm. Das klingt wie so bei einer Geisterjagd. Wir haben die erste Kachelerscheinung, Freunde. Ist es eine Benji oder? Genau. Was anderes. Ich glaube ja, sie ist ein Poltergeist. Das war so ein Spiel, was mich völlig kalt gelassen hat. Es ging. Hat mich jetzt nicht umgeflasht, sag ich mal, aber es war. Umgeflasht. Okay. Mhm. Das ist der neue Kanal von Ungeflasht. Oh Gott. Genau der wird sein. Also so langsam können dann auch mal wieder gute Karten kommen, liebes Spiel. Verfolgst du den eigentlich auch? Wenn du auch so Leute wie Pete Sweet verfolgst? Nee. Okay. Dass Pete's mit ungefähr folgen, oder?
Keine Ahnung, aber irgendwie kommt mir die so Comedy vom Schlag her ziemlich gleich vor. Ich bin jetzt auch nicht so der Pete Smith-Fan. Was? Ist ja wohl ganz was Neues hier. Wo ich Unger anschaue, ist bei Among Us. Ernsthaft? Okay. Hm? Ich dachte, du mochtest ernsthaft Among Us nicht so sehr, oder war das nur... Ich finde das voll geil, das Among Us, aber nur zu zusehen, zum selber spielen, ich mag halt nicht so gern lügen. Und da gebe ich dir einen ganz kleinen Tipp. Ganz cool. Mach eine kaufmännische Ausbildung, dann kriegst du das Bein. Aber zum Zusehen finde ich das voll geil, das Spiel. Also vor allem, wenn es einer gut kann. Wenn irgendwer die ganze Zeit verplant ist, dann baut er das auch nicht unbedingt. Also, hey, was, wie und wo. Und aber Flesk zum Beispiel kenne ich. Also gucke ich gerne. Ja. Weiß nicht, ob du den kennst. Ja, also nicht verfolgen, aber ich kenne ihn. Mhm. Der war auch mal, also... Der spielt das halt echt gut. Also, Wahnsinn, wie der das runterspielt. Hätten Respekt. Als das letztes Jahr so vom Sommer bis Ende des Jahres so seinen richtigen hohen Hype hatte, auch bei den ganzen Streamern, da war der auch mal mit dabei. Da hat ja auch PeteSmeet das öfter mal gestreamt, zusammen mit, auch damals mal mit dem Unge, ja. Der war da auch ein, zwei Mal mit dabei. Also er gehört mit zu denen, mit die sie kennen. Aber ansonsten, ich verfolge jetzt PeteSmeet 2 Jahre lang. Und außer, dass sie mal auf 1 oder 2 Videos von ihm in Anführungszeichen reacted haben oder so, habe ich da jetzt keinen Zusammenhang zwischen den Kanälen festgestellt. Hm. Das, also ich gucke aber bei ihm auch nur diese Among Us Sachen. Das ist auch nicht so ein Sympathieträger, wie generell halt Leute, wenn sie größer werden, nicht so die Sympathieträger sind. Aber Among Us kann der echt gut. Sympathieträger, ich glaube, das funktioniert halt solange du dich nicht anfängst irgendwie zu verstellen. Ja. Ist jetzt natürlich leicht gesagt, keine Ahnung, wie wir uns verhalten, wenn wir von heute auf morgen so, ey, wir haben euch alle entdeckt und dann auf einmal hat man so 1 Million Abonnenten, keine Ahnung, ob man dann völlig von der Welt abdreht oder so. Wir können es rausfinden, jetzt abonnieren. Liebe Zuschauer, legt euch doch bitte alle ein zweit, dritt, viert, fünft, sechst, siebt und auch 500.000. Subkanal an. Abonniert uns einmal. Wir werden uns garantiert nicht verstellen. Wir werden so bleiben, wie wir sind. Heißt, es werden auch weiterhin unregelmäßige Videos kommen. Was? Heißt bei mir, es werden auch weiterhin immer nur unregelmäßige Videos kommen. Also guckst du noch Among Us oder gar nicht mehr? Wenn es irgendwo richtig, also wenn es irgendwo Leute gibt, die ich auch zugucken mag, dann gucke ich es gerne, ja. Okay. Es sind bei mir eigentlich Flesk und Dalukart. Dalukart ist auch einer, den mochte ich eigentlich nie, aber der gucke ich halt auch bei Among Us. Ich sag mal, aus einem absoluten nahen Dunstkreis aus PeteSmeet. Also der macht ja alles mit PeteSmeet. Also von Mario Kart, Among Us, TTT. Wahrscheinlich gucke ich Dresden, die ganze Sache nicht. Der ist auch ein ganz guter Among Us-Spieler. Ja. Den schönen Mind Games. Ja, von dem, was der, weiß nicht, während ich teilweise noch am Rätseln bin, als Zuschauer, wer könnte es sein, hat der es teilweise schon in der ersten Runde erschnüffelt. Und wenn er so anfängt, so, ja, also, es kann ja eigentlich aus Runde 1 nur sowieso der und der sein, weil nämlich die und das und das und so und so und so und so und so. Und du glaubst ihm im ersten Moment und dann am Ende, oh, das war der Imposter.
Das ist echt so krass. Loslegt so, so wie Columbo eigentlich zu seiner besten Zeit. Und da bin ich dann auch immer fasziniert, wie die das spielen. Aber darum kann ich es auch bei keinem anderen so wirklich gucken, weil so viele halt einfach keinen Plan haben vom Spiel. Und eher mit ihrem Chat interagieren und hier danke für die Likes und für die Spenden. Und das brauche ich ja halt dann nicht zugucken, wenn er da die ganze Zeit nur sich bedankt wegen den Spenden. Ja. Darum gucke ich da ganz gerne eigentlich bei. Du musst sie doch bedanken für die Spenden. Bei Dahl und Flesk. Ja. Danke, dass ich keinen echten Job machen muss. Ist ja auch so ein leidiges Thema, glaube ich, für viele, dass das nicht als echter Job angesehen wird, aber nicht. Für mich ist es halt echt nicht, finde ich. Ja, wie war's? Also ich sehe das Ganze hier, also für mich ist es ein reines Hobby. Für dich wahrscheinlich auch. Aber ich kann diejenigen gut verstehen, die damit ihr Geld verdienen, dass sie sagen, das ist für sie ihr Job, weil die verdienen damit ihr Geld und das teilweise nicht schlecht. Also warum kann man das nicht als Job bezeichnen? Ich finde jeder, ich meine, selbst die Dame auf der Straße, die ihre gewissen Dienste anbietet. Es ist ein Job. Das ist vielleicht kein schöner Job, aber es ist ein Job. Weil frag mal so einen Kanalarbeiter, der durch Scheiße watscht, oder so einen Müllmann, der den ganzen Tag den Gestank von vergammelten Essen da aus den Mülltonnen. Es gibt kein schöner Job, aber es ist ein Job. Ihr hört das, Freunde. Ich hab zuerst gehört. Das ist jetzt schon wieder eins zu viel, ne? Ja, das war klar. Ach, wieso gibt das nicht perfekt, ey? Echt mal. Mensch. Hat nur einmal perfekt gegeben, eigentlich hat das zweimal perfekt gegeben. Also, ich kann weißt du, was auch schon beruhigen? Perfekt lange ist? Nee, oh, die Folge. Wie ich da jetzt so drauf gekommen bin, oder? Ja. Ist auch ganz gut. Selbst mit meinem Cut sind wir schon bei 22 Minuten. Hä, wo fehlen denn die 8 Minuten? Ich bin bei 34. Ich sag ja, selbst mit meinem Cut. Ich hab doch einen Cut gemacht, wegen der, weil es so komisch geruckelt hat. Okay. Ich wusste nicht, dass du so lange unterbrochen hattest da, deswegen. Ja, Cut. Ach so, der fehlt. Ach so, ja, okay. Ich dachte, das ist das schon zusammen addiert. Entschuldigung. Nee. Alles gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ab an die Zukunft, die bei mir nicht mehr so lange sein wird. Ach, das sagt er jetzt. Wir haben es wir haben ja bisher irgendwie, glaube ich, immer meistens auch am Ende der Folgen Statement abgegeben. Also, wie heißt es, Zahlen abgegeben. Mhm. 2920 Punkte. Mhm. Wie viel hast du? 4210. Okay, da siehst du, ne? Und ich habe nur noch 14 Kacheln. Was? 59? Ja, bei mir kommt eine Scheiße nach der anderen. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich kann nur irgendwo dran addieren, aber es passt und vorne und hinten nirgendwo richtig zusammen alles. Mhm. Das ist ja belastend. Ja, ne, das ist, ganz schlimm. Es freut mich, dass ich dein Mitleid hier habe. Ja, war da Lachen dabei? Nee. Was? Ja. Na gut, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Und kann sich der Anno retten? Geht's bei mir bergab?
Das alles und viele andere spannende Welche Fragen. YouTuber können wir doch nicht leiden? Bibis ja, Beauty passt. Palace hatten wir schon lange nicht mehr als Thema. Jetzt geht's aber richtig ab hier. All das und viel mehr in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Danke dein Arno fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.